glaube ich, oder? Keine Ah, Ahnung, Popeye, ist glaube ich. gerade Ja, auf Hand. Popeye, glaube ich. Was? Ja, Pop. Ja, Popeye. Ja, ihr seid beide wieder entbannt. So, Huki, hast du Vorbei schon war den es. Ich habe letzten gerade Termin von was nachgeguckt. verpasst? 50 Case Nein. auf einem. Alles klar. Ich mache Echt, eine Ölfan mit einem Schuss Uniformkontrolle getroffen. gerade. Geil. Ralle, Schuhe putzen. Oh. Wir sind im Zelt, da werden keine Schuhe geputzt. Die werden geputzt, sonst werden sie standrechtlich erschossen. Alles klar. Aha. Aber ich stehe im Matsch. Dann Dauerputzen. Habe ich verstanden. Yo. Yo, thanks, man. Yeah, correct. Your starting position is drill south. Copy, thank you. Trotzdem. Ja. Die stinken Zähne putzen. Geil. Okay, Gruppe Alvarez hinter mir Boah. aufstellen. Zu viel Knoblauch. Hoki? Ja, gut so. Du hast gerufen. Hoki? Bring mal deine Männer mit. Hoki, unsere Startposition ist Real South, ja? Das ist, wenn du auf die Karte guckst, das Gehöft östlich der Pack. Siehst du das? Ja. Gut, dahin rücken wir jetzt ab, stellen uns erneut auf und warten darauf, dass das Event startet. Verstanden? Jawohl. Gut, Gruppe Alvarez, Marsch. Sammeln und hinter mir aufstellen. Alle Linie beibehalten. Alvarez hinterher. Ein Dritter, knallt ihn ab! Kommt nicht auf die Idee, was zu trinken. Die Munition ist begrenzt. Wir kriegen keine neue. So, Loser, pfeif mal den Radetzky-Marsch jetzt. Ich muss gleich trinken. Das ist der Königskretzer. Dazu kommen wir auch schon AFK, top. Das war Preußens Gloria. Preußens. Ziehen deutsche Fallschirmjäger, sie kreis heraus. Frisch auf sind die Gesichter. Und froh ist unser Sinn. Es braust unser Panzer im Sturm, wenn ein Gruppe halt. Denkt ihr das mal in Slow Motion, Alter? Ja, ich glaube auch. Das ist halt super schwer mit der Verzögerung. Guck
Grundsätzlich müssten wir irgendwann. Na, weg, Rotterdam, Korinth und das heiße Kreta sind Städten unserer Sieg. Aufrücke. Also, wir haben andere Lieder gesungen. Zieh dich aus, kleine Maus, mach dich nackig. Oh, zieh dich aus, kleine Maus, zieh dich aus. Mach. Ihr müsst euch so vorstellen, der sitzt in seiner Bude und schreit und seinen Schuhe. Seine Nachbarn denken sich nur so, Alter, was ist hier los? Ja, wir greifen immer an. Fallschirmjäger gehen ran. Sind, wir sind in der SS. Bereit zu warten. Die SS hat auch ein Fallschirmjäger-Bataillon, ja? Also bitte. Nee, woher? Woher willst du das wissen? Natürlich hatten wir das. Fallschirmjäger-Bataillon 500. Strafbataillon, wo du gleich hinkommst. Schütze Lisa. Ich will doch nach Sibirien durchstoßen. Soviel zum Thema Nachbarn. Schütze? Also die Nachbarn sind mir scheißegal. Schütze Lisa hat im letzten Event richtig... Nee, SS-Mann ist er. SS-Mann Loser. Und dann gab's doch Sturmmann, oder? War das nicht der Oberschütze? Sturmmann, ja. Nee, Sturmbannführer gab's dann, oder? Das ist der Major. Das ist ein Oberst oder so. Major. Ja, ist Major. Er hat halt echt eine Fliegersirene, weiß ich auch nicht. Das ist so geil. Also lieber den Lärm als meine Nachbarn, weil mein ganzer Hausflur stinkt nach Katzenpisse. Geil. Wäre schlecht für die Katze. Wohnst du in einem Tierheim? Nein. Ich habe wohnst den du im Zoo? Real name die Nachbarn sind auch so... Links. Wisst ihr, der Mülleimer ist... Also die Mülltonnen sind 25 Meter vom Haus. Wie machen sie es immer? Sie haben drei volle Mülltüten, die stellen sie vor ihre Haustür in den Flur und lassen die da 3-4 Tage stehen. Weil es ist ja so geil. Anstrengend, wenn man aus dem Haus geht. Dann ja, ist einfach gegen die Wand. Die Tür könnt ihr einfach werfen. Altenheim. Ja, so ein bisschen, ne? Er sagt's doch gleich. Nein, tatsächlich nicht. Das sind tatsächlich... Da kommt der Schließer in mir raus. Ja, was ist los, Leute? Schubladen müssen wir. Los da, hä? Feuer einstellen. Huppel. Entschuldigung, auf Maus. Hucki. Jawohl. Das erste Ziel für die Back ist der Kirchturm und die Ziele südlich davon. Behaltet die im Auge. Jawohl. Shame. Jeden Scheiß im Zimmer. Was war das, Alter? Hast du, bist du eine Band für dich selbst, oder was? Ja, ich hab jeden Kack hier rumliegen, echt. Ich bin ziemlich gut, die Bude ist voll, sagen wir mal so. Also der Commander antwortet mir über die Panzersquads noch nicht. Verstanden. Wir können mal noch ein Rätsel machen, was ist das denn? Schütze Loser hat seine Stiefel wieder nicht geputzt. Das war deine Bleistifte. Das waren 98er. The Raw 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 of the British Grenadier. So jetzt genau hin. Kann ihn bitte mal jemand Lysander. Falsche Armee. Jetzt noch bitte ein Terrary-Song, oder?
It's a long way. Der Spion wurde enttarnt. Tipperary. It's a long, it's way, a long way to go. Ja, also wenn ich den Panzerspottmann erreiche, kann ich mal loslegen, aber dich erreicht den halt to wirklich the German nicht. Grenadiers, ne? Also. Verstanden. Wenn wir Pech haben, die Panzer sind zweitrangig für uns, sie werden vornehmlich ihre eigene tschechische Infanterie unterstützen. Wenn okay, wir Pech haben, sind, sie auch, sind das auch welche deswegen aus dem Protektorat und können kein Deutsch. Kein Englisch. Oh Gott, EVC, die Russen sind auch hier? Die Rote Armee ist hier durchgestoßen? Egal, die Russen kommen. Also ich gebe auf. Frag mal so, wer hat denn ihr Diet hier? Hm? Jetzt erreiche ich ihn. Da hat geredet. Oh, das ist ja cool. Also jetzt, wo ich greife nochmal die Gelegenheit, müsst euch alle Holdfast holen. Ganz dringend. Das ist geil, das Spiel. Es ist so lustig. Holdfast. Also hast du das Update von War of Rights gesehen mit der Artillerie? Nee, ich habe das von Notfalls gesehen. Und man kann sich jetzt ergeben. Wie zu weit hingerannt habe ich ergeben. Das war das Franzosen-DLC, oder? Hm. Na, im Napoleonischen sind die Franzosen die Guten. Die Guten nicht? Vive l'Empereur. Mit einer der besten Infanteristen, ja, aber nicht die Guten. Vive Flambeur. Ach wieso, wenn die damals gewonnen hätten, damals viele Kriege gespart, die danach gekommen sind. Vielleicht. Lysander? Jawohl. Kein wir Ulf. Bleiben fürs Erste als ganze Gruppe zusammen. Falls wir uns in zwei Halbgruppen teilen, wirst du das Kommando über den MG-Trupp übernehmen, bestehend aus Maschinengewehr, Sanitäter und ein Schütze deiner Wahl. So, verstanden. Welche Schützen gehören denn zur... So. Ich lass dir mal Loser, der macht so viele Kalten. Jawohl. Bitte nicht. Könnte ich auch noch. Und Gitarren und Bass, aber lasse ich lieber. Ich finde dieses Civil War Ding da. Ja, Freitod. Verstanden. Okay. Okay, du sollst auch schon mal Faktbesatzung festlegen. Damit es schnell geht. Ganja. To the German Grenadiers. Hat ein German War of Rights von euch? Na, ich hatte alles zusammen. Und? Taugt das was? Das Problem ist halt einfach, dass du es halt am meisten euer Spaß bringst, das halt bei organisierten Events und dass ich es halt das die Stoßzeiten bedient, ne? Amerikanische so. Zeiten sind, ne? Ja, war klar. Ja. Haben sie eine gute Ausbildung geschafft? Aber es ist grafisch der absolute Hammer. Hey man, ready for the mode? Bei dem Abschnitt schon, ja. Jason, ich hab mir alles durch den Pinsel lernt dich da dann an. Einmal Ruhe. Hey man, ready for the mode? You like the mortars? You must ask 11 CIB. It's their mortars. Alright, thanks man. Vielleicht kann sich irgendeiner noch den... Sonst kommt er wieder. Ah, okay. Gut, ich erinnere daran, sparsam mit der Pack-Munition umzugehen. Die Pack kann nicht aufmunitioniert werden. Das Ding hat 40 HE oder so. Was? Ob rumballern mit der Pack? Das sollte reichen. Ja, 40 HE. Richtig leer machen, das für Ding. Die gesamten Rumsangriffe, oder? Richtig. Ah, da reichen zwei, drei Schüsse oben gegen Baum, dann ist da im Waldkante eher das weg. Wasch dich mal. Ich hab nochmal einen Screenshot gemacht. So ein Screenshot mit der Unterschrift. Wasch dich mal. Jetzt will ich sehen, wie du ein Bayonett aufs G43 machst. Ja, ich übe noch, warte.
Panzertape. Fast. No. Habt ihr alle eure Panzerschokolade genommen? Aber klar doch. Ja! Sehr, sehr schön. In reiner Form macht dich der Scheiß halt nicht high. Und nicht kaputt. Besonders wie viele von uns kein Stress. Ich hab da nur eine Facharbeit geschrieben über Panzerschokolade. Kommt immer noch an, wie viel man frisst. Ja, kein Witz. Ja, über Crystal Meth und Pervitin. Ja, cool. Und um das Ganze auch so realitätsgetreu wie möglich zu machen, war er auch auf Crystal Meth und nee, und Pervitin. Heute habe ich das geschrieben, das müsste mal geben, oder? Ja, er hat die Arbeit in 10 Minuten geschrieben. Ja, sie ging so schnell, kannst du gar nicht, aber es ist halt wirklich so, ich hab's ja in 4 Stunden hingeklatscht. Ohne Pervitin. Rückwärts in Blindenschrift und auf Chinesisch. 20 Seiten, ne? Nee, es waren 15, glaube ich, oder so. Hat kein Braille-Shift, ging nicht. Aber ich habe gut recherchiert, denn ich hatte Bullen, die mir geholfen haben. Ich durfte nicht in Chemie schreiben. Mit Proben sogar. Damals. Nee, aber die haben mir ihre Drogen gezeigt, Bullen. Das fand ich ziemlich lustig. Ihre Privatsammlungen. Ja. Ja, ohne Scheiße, ja, also warten kann man halt. Police Best of. Oder besser gesagt, ihr Lager. Polizei, dein Freund und Helfer. Also wenn du mal Drogen brauchst. Also um genau zu sein, was der Zoll, aber ja. Der Mundok ist schon echt andere an der Frage. Ist ja 10 Minuten über die Mutter. Bist du da hingegangen? Bist du da hingegangen, hast gesagt, kann ich ihre Drogen sehen oder wie? Ich habe eine E-Mail geschrieben und habe gefragt, ob ich ihre Drogen sehen darf. In dem Wortlaut? Ich habe gefragt, ob sie mir helfen können bei meiner Arbeit und habe gesagt, ja, kein Stress. Und dann bin ich da hingefahren zu der Zollstation und habe mich da mit zwei Drogenfahndern getroffen und die haben mir das alles erklärt und das Zeug gezeigt, hab Bilder machen dürfen, alle Infos gehabt und dann habe ich da mein Fahrerbett geschrieben. So, macht mal kurz die Lücken zu. Schließt mal die Lücken, ich will nochmal einen Screenshot machen von. Er meint geil. Eure Münder, ihr sollt eure Fressen halten. Richt, oh. Also richt euch heißt das. Ja, richt euch. Da schließt mal auf, die Gruppen zusammenschließen. Stellt euch schon mit den Füßen nach rechts auf, die Kamera machen. Nach rechts aufschließen. Füße vorne an die Kante vom Bürgersteig. Trotzig, nach rechts so. Aufschließen. Soll ich das mit der Kamera machen ihn. Besser? Das sieht ja ein hübscher aus. Ja, das kann gleich noch jemand mit Kamera machen. Janin ist es AFK, der liegt hinten rum. Kante, du bist ein bisschen zu nah. Beleidige mal meine Mama nicht. Linker Fuß an Corona. Jetzt allen Corona-Küsschen bitte. So, Auge geradeaus fürs Foto. Und am besten alle den Karabiner in der Hand. Ja, jetzt packt das NG mal weg. NG, komm mal noch einen Schritt zurück. Wer steht denn da in zweiter Reihe? Der ist nicht anwesend. Trotzig. Ist gerade AFK. Ja, mit Kamera nochmal bitte vor und Foto machen. So, ich bin jetzt wieder Schütze. Da. Schütze. Genau, Schütze Rotzig vortritt. So. Genau. Dann komm mal mit her, Alvarez. What a big hole by camera. Wieso liegt der dann auch aufschließen? Was ist denn mit dem sich getreten hier? Jetzt anlegt Feuer? Jetzt machen wir ein schönes Screenshot von uns. Cool. Anlegen, zielen. Anlegen, zielen, Feuer. Genau, anlegen. Munition sparen. Munition sparen. Für jeden Schuss hat euer Vater 100 Reichsmark Steuern bezahlt. Alter, das hat Platin-Munition, oder? Dankeschön. Ja, im Zweiten Weltkrieg ist das Blei ausgegangen, da mussten sie Gold nehmen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute eigentlich jetzt grinsend vor dem Computer hocken und sich so denken, ich muss smilen bei dem Bild. Na toll, jetzt habe ich geblinzelt. Also ich habe die ganze Zeit Selfies gemacht, ne? Und jetzt alle gemeinsam. Cool, Endsieg. Endsieg, genau. Endsieg. Ich will nicht sagen, dass ich das gerade aufnehme, aber tue ich. Aber es war nicht mehr, okay. Es ist nicht meine Schokolade. Alle Händler mir nachsprechen. Satire. Ja, klar. Satire. Satire. Okay, zwei waren alle, keine aber Sorge, wird eh nicht veröffentlicht. Sind die Tiere die, wo die Satespieße gemacht werden? Nee, nee. Aber was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich gar nicht mehr wieder so viele das Schuss sind die in meinem Tiere. Mutterberat. Muss ich mir nochmal Munition holen? Musste ich. Ja. Ich kann nicht schneller schießen. Oder meinte er die SA-Tiere? Nee, nee, nee.
So, in Fragmus, sie kommt jetzt erstmal direkt zum Bild. So, jetzt wieder in Reihe aufstellen, bis es losgeht. Gruppenführer steht. Fragmus, bist du so hässlich, mir ist die Linse durchgebrannt. Stefan, ich schneide mal ein neues Gesicht. Kann jemand mal Janinus anschreiben? Der liegt seit über einer halben Stunde schon AFK dort im Busch rum. In welchem Busch? Scheint ein Spanner zu sein. Rechts von uns, Alvarez. Das ist dein Mann, Hookie. Ah ja, ein Schütte können wir auch für die Sunnies reservieren, dass er, weil wir haben es hier öfters mal, dass der Sunny keine Binden mehr hat. Liegt wieder alles an mir? Ja. Ich habe einen Panzer. Tja, wenn du heute beim Bund sagst, der Sunny hat keine Binden mehr, kriegen alle Frauen einen Schreck. Toll. Ja. Der lacht mit dem Schützenpanzer. Der blöde Schützenpanzer ist gesperrt worden, weil der Transport von Schwangeren nicht möglich war mit den Sitzen. Ja. Und wenn du größer als 1,86 bist, kannst du eh nicht mitfahren, ne? Nö. Flach. Na toll. Ja. Und halt die Sicherung geht immer raus. Da musst du 10 Minuten warten, bis der Schützenpanzer wieder hochfährt. Bei den Resetten sind sie wohl dran. Ja. Da sind sie wohl dran, dass der Schutt ändert. Ja, das ist nur noch 5 Minuten dauert, nicht mehr 10. Macht dem Kopf nichts. Ich finde es halt viel besser, dass sie mit den ganzen Mitteln, die sie für die Forschung gekriegt haben, einfach noch einen besseren Schützenpanzer gebaut haben und den jetzt international anbieten. Mit den ganzen Forschungsgeldern vom Bund. Der halt auch eine 9-Mann-Absitzstärke hat und so weiter und wo auch, egal wie groß du bist, drin sitzen kannst, wo alles funktioniert. Ne? Ja, gut, aber der sind wir bei Forschungsgeld. Der hätte ja die Anforderung nicht entsprochen. Ne, der wäre nicht transportabel gewesen, ne? Genau. Jawohl, ey. Hätte aber man ja auch erzählen, dass das aus privaten Mitteln entstanden ist, Firmenmittel. Da haben sie einfach das Geld vom Bund genommen für. Ne, die hatten den zuerst entwickelt, haben dem Bund gezeigt und gesagt, nö, passt nicht an die A400M. Und dann haben die gesagt, ja, mach mal ein kleiner. Ah, 6-Mann Absitzstärke, ey. Kritierte Gruppe in einem Panzer auch nicht schlecht. Wir werden nie wieder einen Krieg führen als Deutsche, also von dem ist es scheißegal, was wir haben. Ist doch wurscht. Machen wir doch gerade. Ja. Afghanistan. Ja. Ach, Afghanistan, fahren wir nach Friedensmission. Wo die kleinen Kinder Panzer fahren. Ja, Mali, genau. Wo du nicht weißt, ob der jetzt von dir ist oder nicht, der auf euch zielt mit der Knarre. Oder verboten das lässt sich gleich an der Hauptfahrt. Also wenn er auf euch zielt, ist es dir egal, weil dann zielst du zurück. Nee, eben nicht, das ist ja blöde. Würden Sie bitte aufhören, auf mich zu zielen, Herr Hucki? Ich sehe. Ein paar Schuss sollten Sie die Pack vielleicht auch verlegen, ne? Weil. Wenn die, falls die Luftschläge haben, ist die Pack halt schnell weg, ne? Ich gehe ganz stark davon aus, dass sie keine haben. So, lad mal die Waffen durch, falls du es noch nicht getan hast. Nachladen. Wasser schärfen. Aufmagazinieren, nachladen und vorrücken. Auf geht's, Brüder, auf geht's. Und Handgranaten raus. Auf der Gegnerseite fehlen noch 2 Leute, aber ich denke, es wird bald losgehen. Das ist nicht normal, dass man eine halbe Stunde später mal anfängt. Ohne Fuck. Die sollte müssen echt mal. Das ist ja richtige Anmerkung von Genesis. Es ist ganz normal, eine halbe Stunde später anzufangen. Da merke ich mir für die Zukunft. Hättest du da reinschreien können, wa? Hätte ich locker nochmal onanieren können, du. Okay, macht euch bereit, es wird jeden Moment losgehen. Alle bereit. Pup, disconnect. Hookie? Ja. Also an welche Pack soll ich denn gehen? Wer ist das hier? Wir haben nur eine Pack. Wir haben nur eine. Wo ist die denn? Es ist erstmal ein Loser. Westlich von uns. Geradeaus. Mach mal die Map auf. Das ist aber keine Pack, das ist doch ein Geschütz. Das ist eine Pack. Haben denselben Pack 38.
Echt? Für Pack und 8-8 ist dasselbe Symbol hier auf der Map. Sehr organisiert. Okay. Ja. Prost. Sehr schön. Wir sehen uns. Also erstmal müssen ungefähr 75 Leute auf zwei andere warten. Ich würde dir verklagen, es geht los. Weiter nach links. Jetzt eins. Jetzt kommt ein Strafe ran, alle tot, vorbei. Oh. Hej, takže ti, kteří mají na tu říčku, tak tam půjdou, jo? Když tak se podívejte na mapu. Ale to je witzig, die checken zu hören, Alter. Soll ich erst als Sunny den Geschützen unterstützen, oder? Bist du der Sanitäter in meiner Gruppe? Ja, komm mal zu dir. Er ist der Sanitäter. Bleibt immer beim MG-Schützen und benutzt dann Fernglas, um zu spotten. Jo, so machen wir das. Marcello, du bist MG, ne? Drei tot ist der Munitionsträger von Marcello. So, wir sind live in 2 Minuten. Ich bleib jetzt einfach immer bei dir, oder wie? Du bleibst immer hinter mir. Okay, so verstanden. So, dass euch am besten eine Tür getötet. Challenge accepted. Genau. Wenn du was am Rücken spürst, ist das nur sein G43. Hast du eine warme Suppe dabei? Emme. In der Blase. Mein hartes G43 in der Hose gerade. Ja, hätte ich gedacht. Oh, Entschuldigung, Alvarez. Es werden ja mal weniger Gegner. Oh, 6 Guards am Mord. Aber die können Englisch, die Levels irgendwie, da mache ich mir keine Gedanken eigentlich. Wie bei uns halt einfach echt kaum jemand redet, auch die voll am Brennen. Also, einfach, es bin ich wieder Stealth, wenn ihr beide fallt mit Lysander? Ja. Und sollte Loser fallen nach Dienstgrad abwärts, wird das Kommando übernommen. Schütze ist der höchste, oder? Die sitzen nachher. Er hat den höchsten Dienstgrad. Marcello, oder? Rally ist das bürokratisch. Marcello und Kummerlord sind dann die nächsten in der Reihe. Also, ich bin Stef in Gruppe 2. Live. Geht los, geht los. Geht los. Marsch. Ihr Glück. Good luck, boys. Befehle könnten durchgeben. Verdammte Pack ist eine 88. Ja, ich kann mich nicht bewegen. Not even mad, aber. Trinken. Zum Wohl. Und weiter mir nach. Wir gehen nach Norden. Auf. Wir bleiben links der Buschreihe. Tempo vorwärts, nicht stehen bleiben. Gruppe Halt zu meiner Linken verteilen, die Buschreihe lang.
5 Meter Abstand. Und Köpfe unten lassen. Hey, Funker, guck mal mit deinem Fernglas in die Häuser rein, bitte. Haben Sie so verstanden? Ich hab Angst, mit meinem Car zu gucken. Bestätigt. Geräuschkontaktpanzer. Geräuschkontaktfahrzeug. Ich sehe nix. Position halten. Köpfe unten. Meinst du die vor uns hier, warte? Geb mal durch, Geräuschkontaktpanzer. Geräuschkontaktpanzer. Verstanden. Soll ich das durchgeben? Negativ. So verstanden? Im Haus sehe ich nicht. Panzereinschuss nah. Hat jemand Sichtkontakt Panzer? Negativ, ich geh checken. Die schießen zu kurz, das ist unsere 8-8. Oh Gott. Verstanden. Was ist das hier? Loser. Loser zurück zur 8-8. Fahrzeugkontakt. 340 Grad. Negativ, negativ zurück, war nicht zu kurz. Ja, Panzer links. Verstanden. Panzer west, südwest. Panzer wurde getroffen. Sehr links gut. Von uns. Sherman links auf freiem Feld. Runter auf den Boden. Schieben hinter Panzer. Feuerhals. Zwei Bullets. Bleibt unentdeckt. Das sind zwei Shermans. Zwei Panzer. Ja, da waren zwei Willis Jeeps dabei. Nach Nord, ein Schirm und ein Feuerzug. Beides kein normaler. Lass den Kopf unten kriecht. Bereit machen. Und vorwärts. Wir springen übers freie Feld zur nächsten Buschreihe. Tempo. Rechts voraus Infanterie. Entfernung. 200. Im Hang. 200. Konnte nicht identifiziert werden. Freund. Ist, glaube ich, unsere. Ist Freund Infanterie, ja. Gut, weiter vorwärts zum nächsten Buschreihe. Ich bekomme Beschuss von links. Beschuss Nordwest. Hier in Stellung gehen, auffächern, 5 bis 10 Meter Abstand. User joined your channel. Zusammenbleiben. User joined your channel. Lysander? Sunny. Wo ist Lysander? Da vorne. Linke Flanke sicher. Lysander, du hältst hier die Stellung mit dem MG-Trupp, behältst die Scheune im Auge. So, verstanden. Der Rest mir nach. Wo ist unser Sunny? Hier. Scheune beobachten. Ja, der Mörser kommt mit. Können wir das MG nicht ausmachen? Ein Mann fehlt. Du deckst die linke Flanke vom MG. Wie groß soll der MG-Trupp sein? Das sind also nur drei, oder? Es sind vier Mann. Da ist Loser. Ja, auf meiner Mission wurde ich lassen. Angeschossen. Ich schau mir das mal kurz. Soll ich mal einen Schuss wagen auf den Typen auf dem Dach? Ein Commander hat mich nach Situation gefragt. Ich habe es ihm durchgegeben. Fahrzeugkontakt. Verstanden. Wo? Lysander hat Fahrzeugkontakt. Verstanden. Was für ein Fahrzeug? Hey, jetzt höre ich. Es hört sich an nach dem Panzer im Westen. Der Mörser zu mir. Hallo. Linke Flanke kommt ein Panzer. Hallo. Boah. Verstanden. Regel voll. Köpfe runter. Event läuft schon. Was? Infanterie hinter uns?
Panzer ist hinter uns, fährt hinter uns, Panzerwagen. Die nördliche Seite des Hügels wechseln. User disconnected from your channel. Ist nicht cool sicher. User left your channel. Wenn ihr uns jetzt Freunde... abrücken, wir folgen der Buschreihe hier nach Norden bis zum Waldrand. Sind Sie verstanden? Achtung, hier ist eine Sandsackstellung. Im Wald ist mit Feindinfanterie zu rechnen. Köpfe unten lassen, ich schaue mir das an. Bunker. Ja, die schaufeln vor uns. Sofort den Panzer Bescheid geben, dass er gleich von südlichen Schirmen in den Rücken fällt. Der hat uns überrascht und dann flack. So verstanden. Scotty, komm mal zu mir, guck mal. Bin da. Guck mal hier über die Sandsäcke geradeaus, 12 Uhr durch den Wald durch, 200 in etwa. Buddelt da einer, kann das sein? Das hat eben Dreck hochgespritzt. Ich kann nichts sehen. Alvarez. Ja. Wir haben keine Commander mehr. User left your channel. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe keinen Commander mehr. Okay, offenbar disconnect, alles klar. Wir warten, bis der FB-Trupp aufgeschlossen hat. Welcher Panzer genau war das? 200. Verstanden, weißt du, wo wir sind? Ja, nicht eventuell. Wo wir jetzt hier sind. Der beschießt noch die Heckreihe. War das ein Schirm oder war einer? Lysander, du richtest dich nach Norden aus, sicherst den Wald. So, verstanden. MG nach Norden ausrichten, wir sichern Wald. Welcher Panzer war das jetzt, Leute? Der 75. Sherman und... Okay. So, Gruppe Alvarez abrücken nach Osten. Der Buschreihe folgen bis zum ersten Haus. User left your channel. Audio-Kontakt-Fahrzeug. Audio-Kontakt-Fahrzeug wurde gemeldet. Verstanden. Das ist ein Fahrzeug noch nicht von uns. Feind im Wald. So, verstanden. Phosphor auf 250 Grad. Westliches Waldende. Entfernung 150. Feuern? Ich hab Kontakt. Feuer ist... Wer kein Ziel hat, Feuer nicht auf. Treffer, erster Dumm. Sehr schön. Funker, einmal durch im südwestlich, zwei Panzer. So, verstanden. Hoki, wo ist deine Gruppe? Der einzige, der überlebt hat, bin ich und Janinus. Der liegt irgendwo im Feld, der kommt nicht weg wegen den Panzern. Verstanden. Die wurden mit Anschluss komplett aufgegeben an der Flak. Ja, unser FOB und unser Kommando waren, deshalb haben wir keinen mehr. Wie ist das denn passiert? Das wurde mir gerade Kummerlaut geschrieben. Guys, watch out, they are attacking from southeast. South-southeast, okay. Around the node. Got that, thank you, mate. Wo ist Alvarez? Hier, Obergeschoss. Neben mir, neben Funker. Obergeschoss. Ein Infanterietruppe kämpft. Panzer rückt an aus Westen. Wir haben Stellung aufgegeben, weil der Panzer näher kommt. Sicher Kontakt und Panzer. Südwest 200. Willst du mich als Fleischstaffette benutzen? Panzer kommt jetzt aus genau Südwest. Ich will gleich hier weg hinter die Häuser. Ist mir zu high. Ja, die wollen die Leute wieder aufheben. Aber da hinten sind die Häuser, die könnten auch voll feindbesetzt sein. Ne, die sind von uns. Audio-Kontakt, Panzer. MG Richtung Westen ausrichten. So,
heben die Leute wieder auf. So, MG-Trupp, Stellung halten, Halbgruppe Alvarez, mir nach. Okay, habt gehört, sucht euch Feuerposition. Tempo. Zählen durch. 1, 2, 3. Nur 3 Mann. Ich bin 4 Mann. 4 Mann. 4, maximal 5. Ein Mann fehlt. Noch das Land im Westen erschießen. Jetzt ja. Ja. Trinkt man. Tschechischen Audiokontakt Ost. Gut, ihr seht die Scheune nordöstlich von uns auf 15 Grad. Ja. Gut, auffächern, ja, durch den Wald zur Scheune vorrücken. In der Scheune. Sie verstanden? Audiokontakt kommt hinter uns. Verstanden, nicht weiter. Scheune 3. Verstanden. Eingänge sichern. So verstanden. User left your channel. Okay. Cedric? Ja. Du läufst zurück zum MG-Trupp und sagst, er soll nachziehen bis zur westlichen Waldkante, westlich von uns. Und danach wieder zu uns zurückkommen. User joined your channel. Alvarez, es geht kurz über den TS. Seid ihr abgesprochen? Was? Es wurde ja gerade geschrieben, dass wir eine neue FOB bauen dürfen. Ja. Das werde ich kurz übernehmen. Ich darf dafür kurz auf die Logi wechseln und dann vorfahren. Okay, verstehe. Links von uns, hinter der Kirche. Ungefähr 200 Meter hinter der Kirche, mach frei, Einzelstinger bord. So, verstanden. Rennt Richtung raus. Verstanden. Maximal Loser. Sherman kommt auf uns zu, an der Kirche. Wir folgen. Verstanden. Links, Loser ist links. Das sind zwei Stück. Verstanden. Einer ist links. Hat er die Straße hier 12 vor uns im Blick? Noch nicht. Da müsste er noch hinter der Kirche stehen. Der fährt auf die Gut, wir springen links jetzt über die Straße, nehmen den Osteingang der Kirche vorwärts. Impo. Maximan, du sicherst einen Eingang hier. Loser, du sicherst einen anderen Eingang. Der Rest. Sauber. Ich bin auf der Empore. Das Gebäude auf 280 Grad, 150, ist fein besetzt. Nächster Down. Ganze Gruppe. Wir haben einen Firefly. Firefly. Last. Okay, jetzt wäre fast schief. Ich wollte eigentlich mal hier draußen gucken. User joined the channel.
B-109 runterschicken, von Norden nach Süden. So verstanden? Nördlich. B-109 von Nord nach Süd. So verstanden. Ja, so da bleibt mal direkt. Naja. Achtung, MG-Feuer. Boogie, da wo vorhin die Speer waren, die sind das Haus ist immer noch besetzt. Kommt, verstanden. Luftunterstützung kommt. Funker, siehst du das? Rechts der Straße, das Feind. Warte kurz. Durchgegeben ist unterwegs. Achtung, Panzer steht im Norden, nördlich von uns. 100 Meter nördlich. Wurde die B-109 losgeschickt? Ist bereit durchgeflogen. Genau die Koordinaten. Richtung 10 in den Büschen drinnen, längs hat das MG-Feuer, im Feld vor uns ebenso MG. Direkt vor uns nördlich, im Feld drinnen, ragt ein Kopf raus, das ist ein MG. Ja, nein, es hatte hier die Stellung, ich hole die anderen Leute rein, nicht dass sie gleich wieder verrecken. Ist Alvarez noch am Leben? Okay? Scheinbar nicht. Alvarez tot. So verstanden, ich schau die Tür hinten. Blick Richtung West, zieh dich ab.
jemand, ich komme wieder rein. Ich hab's so durchgegeben. Alles klar. Loser. Gut. Ja, ja, ich hab's gehört, ich übernehme. Ich hab alles durchgegeben, die Enemy Positions, dass wir Reinforcements brauchen. Ja, alles klar. Das erste, was wir jetzt machen, ist diese scheiß Kirche halten. Wir sind die einzigen hier vorne. Wir machen nichts durch. Der Eingang, wo du gerade anstehst, den habe ich von dir auch nicht erfüllt. Da kann mir keiner was tun. Ja, gut. Was du machst, geh auf mal eine hoch. Pass auf, nicht in den Turm reingehen, der Turm steht unter Panzerbeschuss. In den Turm will ich gar nicht rein. Ja, ist okay. Ich habe einen erwischt. Ja, du kannst. Ich kann ja nicht markieren. Auf der so verstanden. Oh, warte, du kannst durch. Eben die Artillerie hatte Effekt auf den Panzer. Der Panzer ist down. Sehr gut. Hallo. Ja, nice. Hier Gruppe Lyser aufgerieben. Lysander aufgerieben. Ja, Lysander, übernimmst du wieder? Ja, ja. Was ist. Wo ist Alvarez? Ist der down oder was? Alvarez ist ja, down. Also die Gruppe besteht aus Huren, Maximan, Z und mir. Und das, was von, mit du gerade gekommen bist. So, Funker, was. Ist der Funker noch da? Funker ist im Turmeingang. Ja, gibt's irgendwelche Infos? Momentan seht nein, ich habe keine Informationen. Leute, seht das Haus rechts der Kirche mit den roten Fensterledern? Da ist Infanterie. Oh, Feindinfanterie close. Soll ich das durchgeben? Ja, da, gib mal durch. Was ist das? Blickrichtung 280, oder? West. Copy, ja. 280. So, Entfernung? Ist das unsere? Ich weiß nicht, ob das unsere ist. Bist du das schon? Infanterie an der Straße. Wir kriegen Feuer. Ich beobachte den anderen Eingang, ne? Feuer wieder. Jawohl. Ja. Wir kriegen noch mal Artillerie rein. Panzerposition ist durchgegeben. Der Panzer die kommen kann durchs jeden Feld. Panzer die kommen durchs bekämpfen. Feld. Verstanden. Verstanden. Ganz scharf Richtung. 320 an dieser kleinen Scheune. So verstanden. Ja. Ja. Flugzeug, Jungs. Jungs, wir haben den Sherman an der Straße, den Sherman an der Straße. Der ist, glaube ich, gemeldet, Rotzig. Links von uns ist der ganze Trupp ausgeschaltet worden. Rechnet jetzt aus Westen mit Feind. So verstanden? Ja, verstanden. Vorsicht, komm rein. Huki, bist du noch da? Den Sherman an der Straße. Schon bekannt, ist bekannt. Okay. Mörser, die kleine Scheune im Norden. MG-Beschuss. Leg dich hier hinter die Mauer. Leg dich hinter die Mauer vom Friedhof und dann bekämpfst du.
Wir weisen dich ein. Danke. Einer weiß. Ja, ist. Warte kurz. Ladezeit 3:40. Die Straße runter Richtung Nordwesten schon vereinzelte Feinde gewesen. Diensthabende zu mir bitte, zum Funker. Wo ist der Funker? Ja. Hier, das bin ich. Es steht doch ein. Bereit. In ungefähr 45 Sekunden haben wir wieder Artillery. Wir kriegen Unterstützung vom Commander auf der Westseite. Artiziele und BF bitte durchgeben. So, verstanden. Ich suche Artiziele. Ja, verstanden. Danke. Warte kurz. Was willst du denn treffen? Die Gebäude oder was willst du treffen? Die Scheune? Kleine Scheune draußen. Dahinter hockt das weg. Sind... Ich würde sagen, das sind um die 130, 140 Meter. Feindpanzer aus West. Feindpanzer West. In der Schanze, der ist close. Westen, er kommt auf uns zu. Panzer? Feindlicher ja. Sherman, westlicher Sherman. Panzer wurde der nennt Nordwesten. Zu kurz. Links 50 rauf. Der Mörder muss in die Hecke treffen. In die Hecke, da hocken sie drin. Grab weiter links. Ja, passt. Link 50 passt. Rauf. Super. Pass. Sherman kommt ins Haus. Sherman bei uns, Loser, Kopf runter. Direkt auf der Front bei der Kirche wieder. Der ist genau vor dir. Und zweiter Sherman. Nordwestlich. Nordwestlich der Kunde, ein Sherman, ja. Nordwestlich. Schön, oder? Ja, so verstanden, gebe ich dir durch. Wenn du die Dunkel brauchst. Runterlaufen zu uns. Sherman, Distanz 100. Weißt du mal was? Camelot von mir wollte, der hat den das gerade erwischt. Brauchst du Munition? Nein, nicht schießen. Ich gebe dir Munition. Ist durchgegeben. Munition wird gelegt, also okay. Geschissen, auf gut Deutsch. Wie, was hast du gemacht? Gut Deutsch. Ich sollte gerade unten hinlaufen, aber dann... Wir haben zwei Shermans, die uns... Okay, anscheinend doch keine Munition. Und wir haben Infanterie nördlich von uns. Westlich von uns ist die Infanterie ausgeschaltet. Wir haben schon die ersten, die hier rumschrummern und uns rausschmeißen. Okay, ja, verpackt. Nicht picken. Okay. Soll ich mir da zu Fuß machen für den Panzer, damit er weiß, wo die sind? Ja. Unsere Art Feindartillerie. Ich gehe einen Stock weg. Feindartillerie lag nur kurz. Ich versuche euch Ziele zu geben. Wo ist der Mörder? Ist Alvarez wieder da? Alvarez ist wieder da. Reiß dich ein, Moment. Lysander, ich hab den MG-Trupp separiert. Du kannst dir mal zwei Schützen schnappen und dann versuchen, den Mörser vernünftig einzusetzen. So, verstanden. Kurze Einweisung, wir haben zwei Shermans, die uns hier behaken. Einer nordöstlich, knapp nordöstlich, einer nordwestlich. Kurze Distanz. So, verstanden. Haben die den Kirchturm im Blick? Die haben beide den Kirchturm im Blick. Wenn du den Kopf aus den Fenstern streckst, haben wir auch hier einen Davy Crockett, der alle wegholt. So, verstanden. Brauche Befehle für den Commander. Commander fragt nach Befehlen. Frag den Commander mal, was für Assets er verfügbar hat. So verstanden. Der hat drei Schützen zu mir. Schützen zu mir und Mörser. Falsches Wort. Wo sind denn? Er hat nur einen. Du bist Schütze, ne? Du sicherst den Eingang hier. Ach, du bist der Mörser, du gehst zu Lysander. Hast du Munition? Du bist voll munition. Okay, dann alles klar. Such dir eine gute Feuerposition. Alvarez? Kamenlord ist tot. Ja. Admiral weiß nicht, wo er ist. Gen ist genau das gleiche. So, Gen ist Boy. So. Ich versuche dich gleich einzuweisen. Such dir eine Position hinter der Mauer. Also, ist Admiral MDA. Ich bin eigentlich mal Scout, aber sonst soll ich mal losgehen. Kamenlord, Panzervorschütze. Hat
deine Ziele, Maximan? Ich geh mal nördlich, nordwestlich, Infanteriebewegung. Oh, das war der Panzer. Wir beide gleich, da. Sind Richtung Westen. Alvarez. Richtung Westen da lang gelaufen. Nördlich. Alvarez hört. Ich kann nicht einweisen. Ich jetzt kompletter Blick. Im Osten der Kirche. Da sollte mehr Deckung sein. Verstanden. Maximum Südosten der Kirche. Unten bleiben, der Panzer sieht uns. Ich brauche für unser Panzersquad die genaue Position des Panzers. Verstanden. Es sind zwei Panzer. Dann die Positionen nochmal fürs Panzersquad bitte. Ui, ich habe keinen Sichtkontakt. Hinter die Hecke. Ich versuche dich einzuweisen. Ich habe den Westeingang der Kirche, den Haupteingang. Komm mal mit. Hier hinter die Hecke, Infraktus, gib die Infos, die ich durchgebe, weiter an den Mörser, alles klar? Ich hab keinen Funk. Nein, was du hörst. Ach so, von mir. Ach so, okay. Unterstützung erstmal so, auf. Ich kann nicht einweisen. Es sieht mich sofort im Panzer. F778. Also verstanden, F778. Keine Möglichkeit einzuweisen. Sobald man Kopf irgendwo rausschreckt, schießt ein Panzer aus einer anderen Richtung. Die haben noch einen zweiten Panzer weiter links. Verstanden. Nordwest irgendwo. Ich habe ihn noch gesehen. Ich krieg nur das 50er Kaliber und die Geschosse um meine Ohren. Gut, wir halten jetzt mal die Stellung. Verteilt euch, dass wir nicht alle auf einem Haufen. Ja, weg, Alysander. 280. Er hat Position seinen eigenen Panzer durchgegeben. Wir haben es durchgegeben, aber noch keine Antwort bekommen vom Panzer. Verstanden. Wir kontrollieren den Punkt auch noch, oder? Warum haben wir den noch nicht eingenommen? Wir halten hier seit 15 Minuten die Stellung. Der ist ja gar nicht freigeschaltet, Punkt. Der, ja, das spielt keine Rolle. Funker, wir folgen. Funker da. Ich hier. Achtung! Wie bitte? Kann er von meiner Position aus? Ja, kann, er darf nicht markieren. Panzer Nordwesten. Cookie? Panzer fährt Richtung West. Zweiter Panzer rückt an.
Weißt du, was mit den anderen geschehen ist? Sollen wir weiter Stellung halten oder? Wir haben eine Nebelwand im Westen. Verstehe nichts. Vom Südwesten kommt feindliche Infanterie. Dann ausrichten. Alvarez, okay. Ausrichten nach Südwesten. Okay, danke. Scheiße. Hookie Squad einmal sammeln. User joined your channel. Ja, das ist bestimmt die falsche Kirche. Wir müssen die Hauptkirche angreifen. Bajonettenpflanzen durchmagazieren, trinken, die greifen gleich an. Wartet, wir decken hier noch. Wartet noch, was er sagt. Rookie sollte in der verstanden. Gruppe 2 einmal bei mir sammeln. Hi, Boss. Ja. Wir müssen die andere Kirche nehmen, oder? Ja, ja, ich müssen wir schon. Okay, da steht der. Ist die ganze Gruppe hier? Wie viele Männer haben ja, wir? Ganze, hier? Ja, ganze Gruppe anwesend. Der Sherman ist der Beste. Ich glaube 8. Gut, wir sammeln uns unten hier vorm Haus. Oh ja, hier seid ihr alle, okay. Kurz war. Ich halte dich. Können die Mörser, wir haben doch Mörser. Können die rausschießen? Ich glaube nur dieser fehlt. Wir haben auch noch so, wir springen jetzt über. Wir springen jetzt über die Straße nach Westen in den Wald rein, vorwärts. So geht's, marsch, marsch. Jetzt schießt das MG. Südwesten. Das MG. Alvarez, damit du Bescheid weißt, an der westlichen Waldkante, vom westlichen Wald, läuft ein Feindspot in Süden. So, verstanden. Also direkt vor uns hier im Westen. Der MG sucht sich hier. Panzerbeschuss. Fein close, 50 Meter. Verstanden. Mörd, 50 Meter vor. Nee, nicht im Wald. Sani an der Linie. Mörser vor ein bisschen. Sind südlich von uns. Feind südlich, verstanden. Hier ist der Funker. Funker. Funker anwesend. 9 auf Erika, 735 von Nordwest nach Nord. So, verstanden. Achtung, noch, Feind noch mal durch, ich hab den Rest nicht verstanden. Mann. Erika? 9 auf Erika, 7. Nehmt den Kirchturm unter Feuer, nehmt den Funker. Feuer auf den Kirchturm, oberstes Fenster. So, ich wiederhole, B-109 auf Erika 737, von Nordwest nach Südost, Erika 737. So, verstanden. Von Nordwest nach Südost. Okay. Wie ist die Situation westlich?
Zimmer braucht Munition. Okay, ich glaube, sie frei aus. Ja, Cedric, ich mein, hast du Munition? Nee, ich hab schon am ersten Mal Munition an. Verstanden. Freitod, Munition. Habe ich. Ich geh nochmal. Munition zu Maximan. Wo ist Maximan? Krieg ich dir. Es sind 2 Meter bis zum Kirchturm. Für die K-Schützen. Schon. Loser. Der 140 getippt. Ich hab erst den hier schon geschossen. 200, perfekt. Andere Straßenseite, Achtung. Nordwesten, 75 Meter. Denk. Wir müssen hier weg. Bist du passig? Guys, I need a medic. My squad leader is hit. I need a medic over here. Alvarez. Ja. Er ist verletzt. Der liegt neben mir. Gibt's schon neue Befehle fürs rote Squad? Wir sind noch 3 Mann. Uns anschließen. Okay, hab ich wahrscheinlich hier kurz was Spot holen. Bleib an Lysan da drin, Alvarez. Ah, sehr schön. Ja. Kommen wir noch Kirchturm? Nördlich von uns, nordwestlich. Kirchturm, verstanden. 200 Meter. Wir rücken ab. Nach Westen, zur westlichen Waldkante. So, verstanden. Hier Stellung halten, sammeln, schützen. Oh, weiter. Weiter die nächste Buschreihe, Köpfe runter. Panzer Richtung Süden. Sehr schön. Panzer Richtung Süden. Süden, verstanden. Ich will hier weg. Wir haben Rauch südlich von uns, wir stoßen jetzt weiter nach Norden vor, vorwärts. Audio-Kontaktpanzer. Vor uns sind Main. Bestätigt. Verstanden. Feuer halten, lasst euch nicht entdecken. Funker ausgefallen. Verstanden. Verteilt euch. Zweiter Panzer, links der Kirche, kommt auf uns zu. In the church, just there, in the middle.
User joined your channel. Experiment? Jo. Wir haben keine Reinforcements, oder? Nee, sind alle. Okay. Microphone activated. Mhm. Trotzdem noch hier ruhig sein, wir haben immer noch ein, zwei Lebende. Naja, unsere Respawns sind aus. Jetzt. Wir haben noch einen Lebenden. Also, das mit den Respawn-Waves war auch total behindert. Jo. Eine Wave war für vier Leute. Leute. Oder? Ah ne, jetzt sind von uns alle tot, ne? Alle tot, ich war der Letzte. Ja, mit ja okay. Jo. Also ich lebe theoretisch noch, aber mich könnt ihr jetzt ruhig vollsulzen, mir ist das egal. Aber die dritte Wave überhaupt nicht mitbekommen. Die Briten kriegen jetzt noch alles auf den Kopf. Ja, die Waves, die waren viel zu krass. Wir hatten eigentlich mal einen Angriff gestaged und in einer Wave sind vier Leute gespawnt. Vier. Es war allgemein. Du kannst mir jetzt sagen, was du willst, aber dieser ganze Bullshit, der hier passiert ist, dass die Briten am Anfang mit dem Jeep durchgedonnert sind, zwei Atela rausgesprungen und uns hier AT-Ladungen in die Pops gesetzt vorbei, haben. Oder? Boah, da kriegen sie aber auch nicht. Für uns ist es vorbei. Also das ist genau dasselbe wie immer gewesen. Das Event war wieder, die Zielsetzung war nicht klar. Es wurde nicht genau gesagt, welche Kirchen angegriffen oder welche Ziele genommen werden. Ja, doch, das war klar. Ich habe nur nicht richtig kommuniziert. Ich habe es nur. Also, wir hatten ja die Karte, da waren die Objectives markiert, die waren auch richtig. Aber ich hatte das irgendwie falsch auf dem Schirm und habe dann die falsche Kirche befohlen, Lorenz fragt, ob zu halten. Wir zurück, ob wir retreaten. Soll ich ja schreiben im Allchat? Einer hat schon noch geschrieben. Aber das Ding ist halt, die hatten wie viele Panzer am Anfang? Vier Stück? Vier Stück, die im Westen durchgebrochen sind. Das ist Blödsinn. Zwei Heavys, zwei Mediums. Ja, die haben ihre Ressourcen etwas sinnvoller genutzt, eventuell. Ah, es war einfach Macht. Wir waren machtlos, gegen zwei Panzer zu pushen. Wir hatten ja selber drei Panzer, glaube ich. Die haben sich alle wegknallen lassen, oder was? Nee, naja. Die haben ewig lang, die haben ewig lang viel mit mir, ein Panzer 4. Die haben ewig lang viel mit mir kommuniziert, aber das Problem an der ganzen Sache war, ich konnte ihnen irgendwann die Position von den Panzern nicht mehr genau durchgeben und da haben sie nicht mehr vorgetraut. Es ist auch sehr, sehr schwer, also mit Panzer 4 bist du halt wirklich auch das, Wie viele Wellen haben eigentlich die Alliierten, Alter? Die haben schon wieder eine Welle. Wir hatten drei, glaube ich, oder zwei? So. Drei hatten wir. Moin, ich bin der Admin. Er war auf dem anderen Server, musste aber auch gleichzeitig euren überwachen, weil euer Server hatte einen Neuling, der keine Experience hatte. Okay, also, grüß dich Saito erstmal. Tut mir leid, jo, was da passiert ist, ihr habt das selber nicht erwartet. Das war absolut gamey, was sie gemacht haben. Was ist mit dem Durchfall mit dem Jeep, oder was? Deswegen werde ich das nochmal gleich im Debrief ansprechen. Keine Sorge, ich habe euch da nicht vergessen. Na, das Ding ist aber auch, es ist in den Regeln klar formuliert, dass sie das rein hypothetisch machen dürfen. Nein, dass sie es eben nicht machen dürfen. Nein, das ist genau die Auslegungssache. Sie dürften es und dürften es nicht. Sie müssten ein Fahrzeug benutzen, um euch zu zerstören. Also ein Fahrzeug müsste Schaden anrichten. Ah ja, okay, das stimmt. Aber da sie rausgesprungen sind, haben sie das umgangen. Das ist allerdings theoretisch richtig. Theoretisch. Aber das war nicht Sinn der Sache, dass sie einfach mit einem Fahrzeug bei euch reinfahren. Deswegen wird es trotzdem ein Gesprächsthema sein heute. Ja, okay, man muss auch sagen... Achso. Ja. Kannst du heute gleich beim Debrief dabei sein? Dann kann ich auch noch dich dazu ziehen. Kann ich dann machen, ja. Gut. Dauert ja auch eine Weile, ne? Das Spiel läuft ja noch. Saito? Ja, bitte. Das war auch ein bisschen neues Konzept jetzt vom, sag ich mal, von dem Szenario-Teil her, ne? Weil ja. Ich kann mich zumindest nicht an diese, einmal an die Waves erinnern.
Die, glaube ich, übrigens, vielleicht sollte man auch nochmal ein, zwei für die Axis dazu packen, glaube ich. Oder besser Time. Also ich bin. Das war eine ein dynamisches Decision von mir, heißt. Ich habe das eigentlich nicht hervorgesehen, dass so eine Scheiße passiert. Deswegen habe ich jetzt provisorisch gesagt, ja, so ist es jetzt. Wir können gerade jetzt nichts mehr machen. Hätten wir euch noch zwei, drei Respawns gegeben, dann wäre das fast wie ein normales Game. Aber dies mit dem FOB sollte schon irgendeine Auswirkung haben. Das ja, Ding aber ist, in einer Reinforcement Wave kamen irgendwie nur vier Leute. Ja, weil da die FOB zerstört wurde. Nee. Also, nach der Spawn Wave, nach der FOB. Nachdem die FOB gebaut wurde, war groß, das hat was gebracht. Aber dann kam wieder eine Spawn Wave, da sind vier Leute, zwei jeweils in einem Auto nach vorne gefahren. Yep. Das hat sich nicht gelohnt. Das Timing der Spawn Wave war falsch. Ja, weil für vier Leute brauchst du quasi keine Spawn Wave machen. Lass so nach dem mich Motto, nicht, ne? Leute, lasst mich mal ganz kurz, Saito, sind die Spawn Waves wirklich getimed nach einer Zeit? Ja. Oder? Gut, danke. Wir benutzen wir benutzen Eieruhren dafür. Und zwar, es gibt zwei, einmal gesetzt auf 10, einmal gesetzt auf 15. Weswegen wir dann das auch ansagen können, wann was passiert. Das Ding ist, wir arbeiten nur nach der Uhr. Wir schauen nicht, wie viele Leute tot sind dabei. Deswegen kann es sein, dass es auch sich nicht lohnt. Wenn die Situation mal so ist, dass ihr vielleicht ein Objective gewonnen habt, dann bekommt die Defender ja was. Wenn ihr aber ein Objective verloren habt, dann bekommt ihr natürlich einen Respawn Wave dazugeschickt. Outside of the Timer. Heißt, dass ihr einen Respawn Wave bekommt, ohne dass der Timer irgendwie beeinflusst wird. Wäre das nicht eine Idee, die Respawn Wave vielleicht so zu setzen, dass der Commander die Respawn Wave anfordern kann und ihr dann die Eieruhr setzt? Drinne. Kann man machen, ist sogar als Allied Reinforcement, kostet aber Punkte. Aber wäre es nicht sinnvoller, die wirklich zu gucken, was auf den Seiten gefallen ist für ein Reinforcement? Deswegen ja, dass der Commander das selbstständig entscheidet. Das wäre gar nicht so. Weil ich bin der Meinung, die dritte Spawn Wave war absolut sinnfrei. Weil guck mal, es wäre ja jetzt so, wenn wir an der Front wären und Verstärkung wird geschickt, ist das ja meistens eine feste Größe oder eine bestimmte Größe und nicht einfach nach Zeit so. Ein Monat ist um, jetzt gucken wir mal, was da ist. Wie wär's damit? Ich hatte die folgende Idee. Wie wär's damit? Man muss eine Mindestbegrenzung haben, also zumindest 5 Minuten für Attacker, 10 Minuten für Defender. Aber dann kann der Kommandant selber entscheiden, wann er das anfordert. Also quasi ein Cooldown. Du quasi in Slot-Zeiten meinst du? Du gibst einen genau. Slot, nach 15 Minuten kann er das erste Mal sagen, jetzt nehme ich sie oder lässt sie einfach laufen. Und dann resettet der Slot sich erst, wenn er sie angefordert hat. Richtig. Ab dem Zeitpunkt, wo es angefordert wurde, läuft die Zeit nochmal weiter. Das ist sinnvoll. Okay. Klingt auf jeden Fall nach einer guten Idee. Dann bräuchte ich jemanden, der das bitte bei mir aufschreibt. Fuck. Okay, jetzt kommt hier Defender. Respawn Wave. Ja, weil bei mir war es halt jetzt so, ich bin das Funke die ganze Zeit nicht gestorben und dann am letzten Push bin ich mitgestorben und hatte nie die Chance, in irgendeine Respawn Wave zu kommen. Also ach, du switchst zwischen zwei Spielservern hin und her. Ja. Lol. Ich muss quasi jetzt zwei administrieren. Während der andere quasi neu ist, deswegen muss ich noch nach ihm auch passen. Ihr seid unterbesetzt. Deswegen bin ich quasi jetzt gerade total überfordert. Also, ihr könnt mir jetzt sagen, was ihr wollt, aber der gute Huan Zon, der muss auf jeden Fall in den Clan. Ich bin schon bei GN, sorry. Also gut, wenn jetzt keiner ja mehr klar, die Feedback für abstechen kann. Leute, seid ihr mal Ruhe bitte. So, also wenn es keiner mehr Feedback für Saito als Organisator des Events hat, dann würde ich mit einer Nachbesprechung beginnen, wie üblich. Wer Feedback geben möchte, macht bitte ein Plus in den Chat. Nur so nebenbei, ich mache kein Feed, aber danke nochmal an den Admin, der das gemacht hat, von 93er Seite und von GN. Ich bin ja Double Member. War gut. Besser wie bei den Polen. Wunderbar. Common Board. Dem Ganzen kann ich mich nur einmal anschließen. Also, auch wenn das jetzt heute ein bisschen experimentell war, war das trotzdem meiner Meinung nach immer noch gut gemacht. Ich hatte trotzdem meinen Spaß. Wofür ich allerdings das nächste Mal wäre, dass wir, wenn wir jetzt halt beispielsweise so wie heute einige Leute dabei haben, die seit einiger Zeit oder die vielleicht noch nie in so einem Szenario-Event mitgemacht haben, dass man dann gegebenenfalls halt
ein kleines Boot-Training da vorher macht. Dass halt einmal abgesprochen wird, wie was läuft und so weiter, weil mir das heute alles ein wenig zu chaotisch in Trupp 2 war. Da hatte ich relativ wenig Ordnung drin, vor allem bei der Verteidigung von Drill Village. Saß ich am Ende nur noch, ich habe nur noch Hookie gesucht, von dem ich nichts gehört habe, der wohl irgendwann krepiert ist. Während dann drei von meinen Leuten da dann hochgelaufen sind zur Kirche und sich dann halt einzeln auf offenem Feld haben abfangen lassen. Da hat mir ein bisschen die Struktur gefehlt und das würde ich das nächste Mal gerne nochmal vielleicht ein bisschen, sag ich mal, anders angehen wollen. Ja. Schönes Feedback. Das mit dem Boot-Training ist eine gute Idee. Den Gedanken hatte ich auch schon mal. Ich glaube, Lysander hat das auch schon mal angesprochen, dass wir so ein Training für ein Szenario-Event machen können. Nach dem letzten Training, genau. Event. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Müssen wir uns nochmal Gedanken drüber machen. Ja. Inquisitor. Ja, also ich muss auf jeden Fall erstmal ein großes Lob an den Funke aussprechen. Danke. Das meiste, was er durchgegeben hat, war wirklich super. Ich weiß nicht, inwiefern das dann vorne an der Front funktioniert hat, dass er mit euch gesprochen hat. Also vor allem mit dir, Alvarez. Das ist nur beleidigt. Wir dachten, du beleidigst uns nur. Ja, das habe ich ja grundsätzlich. Warum töten die nicht mehr? Nein, also. Ich war echt zufrieden mit dem, was ankam. Das meiste war aber an Unterstützung war tatsächlich geschätzt vom Schmeißen, weil das ein oder andere Mal doch weniger angefordert wurde als gedacht. Aber ansonsten würde ich sagen, war es. Ich habe nur das durchgegeben, was mir gesagt wurde. Noch 6 Mann am Leben im Übrigen für die Leute, die nicht mehr auf dem Server sind. Ja, 2 Mann drin und wir haben eh verloren. Die Tschechen kämpfen tapfer. Ja, das Problem mit den Tschechen war auch, der Panzer von denen hat gar nicht mit mir gesprochen. Ich weiß nicht, wie er gespielt hat. Ja, das ist, wenn man mit so Clans wie der 11. Zip spielt, da hat man durchaus mal 1-2 Leute dabei, die nicht mit einem sprechen oder nur sehr schlecht reagieren. Das ist ganz normal, das liegt an der Sprachbarriere, denke ich. So. Ich weiß nicht, war mein Englisch so schlimm? Nö. Ich glaube nicht. War vielleicht deren. Ja, also ich hatte denen eigentlich nur einen einfachen Befehl gegeben, sie sollen euch an der Kirche dringend unterstützen. Ich weiß nicht, wie es liegt. Das habe ich auch zweimal gesagt, aber gesehen habe ich ihn leider nicht. Nein. Nee, ich auch nicht. Der ist auch nicht gekommen. Ich habe ihn dann nur irgendwie bei seinen Tschechen rumpimmeln sehen. Und. Er stand im Südosten auf der Straße, weiter ist er nie vorgefahren. Ja. Saito hat auch noch ein Plus gemacht. Wegen den Tschechen, genau. Weil ihr habt da auch durch den Spiel von Lorenz, also den zweiten Admin, zugeschaut. Die Tschechen haben euren Arsch gerettet, möchte ich mal anmerken. Was? Wären die Tschechen nicht auf dem Punkt, hätten es nicht eingenommen, hättet ihr diese FOB nicht bekommen können. Okay. Also, ein großer Dank an die FDCB, weil ihr habt noch mit denen im Match auch noch viel geredet. Sehr schön. Bin fertig. Lysander. Ich war leider auf lautlos, deswegen habe ich das meiste nicht mitgekriegt, was schon was gesagt worden ist. Ich wollte nur sagen, mir hat es wieder Spaß gemacht auf jeden Fall. Also diese Spannung ist teilweise kaum zu übertreffen, wenn du auf einmal ein Fahrzeug hinter einer Hecke hörst und dich drauf vorbereiten musst, jetzt geht es um Leben und Tod. Und was ich sagen wollte, das war schon eine krasse Nummer mit den Panzern, wie sie uns angegriffen haben. Das hat, wie gesagt, es war ein bisschen chaotischer, das habe ich gehört. Aber mir hat es trotzdem wieder Spaß gemacht. Klar, wir müssen das nochmal ein bisschen einüben für solche Events, weil da funktioniert normales Postskriptum nicht. Und ich hoffe halt, dass allen, die Spaß gemacht haben, auch die Gästen, dass die auch Spaß gehabt haben, annähernd so wie ich. So, das war's. Ja, danke für das Feedback. Komalord. Ja, wäre es möglich, vielleicht für das nächste einen Panzer zu kriegen? Durchaus möglich. Da muss ich aber vorher mal mit unseren Panzerleuten sprechen, ob die da Lust haben mitzumachen. Ich bin Panzerlord. Ich bin auch ein Panzerlord. Panzerlord! Panzerlord! Ja, du bist der Gang. Der Bruder vom Drachenlord. Ich bin auch ein Panzerlord. Nein. Ja, dann brauchen wir auf jeden Fall eine volle Panzerbesatzung. Ja, also Kurs, 4 Leute, die entweder zur Panzerabteilung gehören oder Panzer spielen wollen in so einem Szenario. Da bin ich mir sicher, die kriege ich zusammen. Gut. Ja, dann werde ich da 4 Panzerslots fürs nächste Mal anmelden und dann sprechen wir uns nochmal ab, was für Panzer ich da beantrage. Das nächste Event ist wieder nächsten Samstag oder? Übernächsten Samstag. Wäre es dann vielleicht möglich, irgendwie vielleicht am Wochenende oder irgendwie vielleicht dann dieses Boot-Training zu machen nächste Woche?
Ich kann mich aber mit Alvarez zusammensetzen, die Woche über mal gucken, ob wir da was organisiert kriegen können. Also ich habe Zeit, im Zeitraum würde ich mich auch noch dazu setzen, dann kann man nämlich auch vielleicht nochmal dann Verbundstraining machen. Also Panzer oder gegebenenfalls halt Pack oder so, wie wir es heute hatten, dass man da vielleicht auch ein bisschen was machen kann. Was ich euch raten könnte, dann setzen wir uns drei da mal zusammen und organisieren das. Zusammenspiel Infanterie-Panzer. Ja. Also auf den Events wirklich, dass du quasi eine Gruppe, eine kleine Gruppe absetzt, die nichts macht wie den Panzer direkt. Panzergrenadiere, genau. Das ist wirklich sinnvoll. Panzerlord. Jo. Genau, ein Panzerlord. Hast du deinen eigenen Samen Ja, Philly, ja. Damit gehörst du jetzt mir. Hat auch noch einen Plus gemacht. Geil. Drei Tschechen noch. Ich bin ein Panzerlord von der Samenbank. Ich bin voll dabei, Leute. Ich bin der Samenlord von der Panzerbank, ey. Was? Leute, nochmal ganz kurz. Ja, Alvarez, ich glaube, du wolltest gerade noch was sagen. Ja, Saito hat noch einen Plus gemacht. Genau, gut, dass Kommandant das gerade anmerkte. Ich glaube, ein Match davor hatte die 25. Ich glaube, das war der Sunny, mich angeschrieben, wo ich noch quasi mit den anderen geredet habe, mit den Panzerleuten. Und die wollten, dass die ihr neuen Panzerleute stellt. Deswegen möchte ich das nochmal anmerken. Ja, die 11. Zip? Nee, 25. Mit denen haben wir heute gar nicht gespielt. Nicht heute, aber das letztes Mal, wo ihr nur 10 Slots hattet mit den anderen drei. Jo, ja, gut. Wo wir alles gerissen haben. Richtig. Gut zu wissen, ja, das lief anders als heute. Habe ich was falsch mitgekriegt? Waren wir in der falschen Kirche? Ja, ja, wir waren hier. Genau. Alles bitte. Weil ich denke die ganze Zeit, okay, warum sitzen wir da jetzt die ganze Zeit drin? Warum passiert nichts? Kleiner Tipp, Leute, das nächste Mal, macht euch einfach, falls ihr einen zweiten Monitor habt, einfach da nochmal die Karte auf, dass ihr permanent rüber gucken könnt, um das zu vergleichen. Das Ding ist, mir tatsächlich abfotografiert mit Alpha. Ich hatte das genauso wie du gesagt hattest, und ich wusste, dass wir halt nicht in der richtigen Kirche sind, aber ich habe mir auch gleichzeitig gedacht, ich sitze hier mit 4 Mann. Ich habe da hinten 2 Panzer stehen und einen Haufen Arschlöcher, die nur warten, dass ich aus dieser Kirche vorne rauskomme. Also letztendlich ist es mir egal, ob das hier ein Objective ist oder nicht. Ich komme nicht raus. Loser, ganz kurz, das war eine ziemlich geniale Situation. Wir waren in der Kirche. So, ich höre den Panzer aus Norden anrollen. Ich bin einfach nur noch komplett panisch am Überlegen, ob ich jetzt gerade irgendwo einen verfluchten Schützen finde, den ich zu unserem Panzer runterschicken kann, dass der den ausschaltet. So, Roxix steht da vorne an der Ecke. Ich renne raus. Ich so, Roxix, du bist Schütze, oder? Okay, lauf mal kurz runter zum Panzer, bling. Nee, dann lauf mal runter zum Panzer, kam gar nicht mehr. Es kam einfach nur laufen, mal bing, weg. Von der 11. CEB ist jetzt einer in der Kirche drin, ne? Jo. Der kappt das jetzt durch. Der nimmt die jetzt alleine. Vielleicht lebt keiner mehr. Das ist nämlich der MP-Lord. Aber wenn, ist tot. Tot. Ja. Ja, also dass wir da die ganze Zeit in der falschen Kirche saßen, das war meine Schuld. Ich habe erst nach 20 Minuten gecheckt, dass das Objective die andere Kirche ist. Wir wären da aber auch nicht reingekommen. Wenn wir von Anfang an die andere Kirche gefokust hätten, dann hätte es vielleicht geklappt. Ich weiß es nicht, aber vielleicht durch den Wald mit ganz viel Smoke und dann push über die kleine dünne Pläne, wo es eng ist zwischen dem Wald und der Kirche. Da hätten wir es versuchen können. Aber von der Kirche aus, weil am Norden der Panzer da oben, der hatte Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, dass wir so wenig Gegenwehr haben, dass keiner irgendwie versucht, in diese Kirche reinzukommen. Ich lag da 10 Minuten auf die blöde Tür abgeaimt. Und dann irgendwie, Alter, warum kommen kann ich mich schießen? Ich habe halt auch die ganze Zeit einer auf Selbstmörder gemacht und mich immer, weil ich immer für den Mörser Ziele machen musste, immer kurz 2 Momente guckt, dann schoss der Panzer und dann Alvarez sagt, komm da wieder runter, ne? Oder geh weg. Und dann will ich halt verlegen und da habe ich dann nicht aufgepasst. Und da erwischt er mich, da wo eigentlich nichts los ist. Ich stehe in der scheiß Tür drin und dann kommt auf einmal das 50 Kaliber rübergeschossen. Ey. Aber vorbei. Der hat 5 oder 6 Mal hat er auf mich geschossen und mich nicht erwischt. Plus von Pilli? Ja, nur noch einfach nochmal so, das war jetzt das zweite Event, was ich mitgemacht habe und das zweite bei euch. Es hat mir wieder mal so viel Spaß gemacht. Ich bin dankbar dafür, dass ich den Funker machen durfte. Das war echt eine coole Aufgabe. Bin auch die ganze Zeit schön an Alvarez dran geklebt und habe ihm alles gesagt, was zu sagen war. Und mit Inquisitor habe ich gut quatschen können. Das hat funktioniert und auch das tschechische Panzer-Squad hat ab und zu Antwort gegeben. An sich, ich weiß nicht, ich kenne mich mit den Regeln nicht aus, aber was ich halt irgendwie noch vorschlagen würde, ist, dass man vielleicht die Möglichkeit hat, dass ich mit dem anderen Squad auch noch, also mit den Leuten von dem tschechischen Clan auch noch hätte in Kontakt stehen können, dass ich denen hätte irgendwie noch was sagen können oder unsere Positionen durchgeben können. Das wäre so ein Ding. Weiß ich nicht, das mag jetzt sicherlich auf Kritik stoßen, aber das habe ich mir halt immer gedacht, so
ich bin vollkommen kopflos, was die machen. Und das konnte ich nicht durchgeben. Vielleicht läuft es halt auch eben dann über unseren Commander nur. Aber ja, alles im... Was? Den Grund dafür kann ich ganz kurz erläutern. Das ist, ja, bitte. Also wir stellen ja vorm Spiel unsere Truppen zusammen, ja, und wir haben dafür 1000 Punkte zur Verfügung, beziehungsweise 600, weil 400 standardmäßig für Infanterie ausgegeben werden müssen. Ah. Und so ein Funktrupp, der eben nur aus dem einen Funker und einem Schützen besteht, kostet 100 Ressourcen. So. Okay, macht Sinn. Deswegen hatten wir halt nur einen. Und ich habe diesen Funker wirklich diesmal nur mitgenommen, weil wir diesen Zugführer auch hatten, mit dem irgendwie kommuniziert werden musste. In den vorherigen Spielen haben wir immer komplett ohne Zugführer und Funker gespielt. Was vielleicht auch gar keine schlechte Idee war. Hatten wir eigentlich mal Stuka eingesetzt? Aber, ja, mehrfach. Sehr mehrfach, ein, zweimal. Die Arti hat auch einen Panzer rausgenommen. Ein Panzer hat unsere Flak, ein Panzer hat die Arti. Und das war's. Die anderen zwei Panzer sind wild durch die Gegend gefahren und haben uns beschossen. Aber zum Abschluss von dem, was ich noch sagen wollte, es hat mir auf jeden Fall einen Riesenspaß gemacht. Das war eine cool investierte Zeit. Ich habe momentan zur Prüfungsphase, aber das hat echt so viel Spaß gemacht mit euch. Und ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal wieder dabei sein kann. Also wie gesagt, Hut ab für die ganze Organisation. Ihr macht es echt toll, was ihr da auf die Beine stellt. Ich meine, mit so vielen Leuten. Und dass das relativ reibungslos klappt. Ich meine, wir sind allesamt irgendwie Zocker. Das heißt, es kommt immer irgendein Schwachsinn auf, wenn wir umeinander springen oder wie auch immer. Aber es hat super viel Spaß gemacht. Ich habe super viel lachen müssen. Und ja, der Kampf war super geil. Es hat echt viel Laune gemacht. Und dass wir die falsche Kirche genommen haben, Alvarez, ist halt einfach so. Ich habe es auf dem zweiten Bildschirm offen gehabt, die Karte, und habe selber nicht gerissen. Also wir haben die Kirche genommen, hallo? Richtig, genau. wir haben eine. Scheiß drauf, welche, aber wir wollten haben eine. Diese Kirche, scheiß drauf, was die Regeln gesagt haben. Das war unsere Kirche und die haben wir genommen. Genau, ja, so sieht's aus. Es war auf jeden Fall sau cool, denn ich freue mich schon wieder, die ER9er dann auf unserem Server zu sehen und mit euch dann mal ein paar Runden zu zocken. Da schaue ich mir, dass ich mit euch in die Squads komme. Da kommen mal Lord und ich machen mal die Panzer-Lords und dann schauen wir mal. Ja, schön, dass es dir Spaß gemacht hat. Ja, voll geil. Nächstes Mal kannst du auch gerne wieder mitmachen, ja. Sau gerne, ja. Nur rechtzeitig Bescheid sagen. Ja. Ja. Das hatte noch das letzte Plus gesetzt. Jo, Markus kommt gleich. Dann sag ich auch nochmal abschließend, mir hat es auch wieder viel Spaß gemacht. Ich fand, den Umständen entsprechend hat die Zusammenarbeit in meiner Gruppe auch sehr gut funktioniert, die Kommunikation. Da wurde alles schön weiter geschrien auf 100 Meter Entfernung. Das hat gut funktioniert und ja, haben wir leider verloren, aber passiert manchmal. Eine gut. Frage von mir, hatte irgendjemand keinen Spaß, kann er ehrlich sagen? Ist für jemand sowas nicht. Das weiß ich nicht gern, was Kritikpunkte wären. Ja, Commander zählt nicht. Also, ich saß halt so 30 Sekunden an der 8-8er und wurde dann von hinten vom Panzer rausgeschossen. Du musstest 10 Minuten warten, ne? Ja. Oh, ja, scheiße. Da muss man aber auch mal kurz überlegen, sind die da vielleicht nicht aus der Westgrenze rausgefahren, die Feinpanzer? Sind sie nicht. Eindeutig haben sie. Die haben eindeutig exploited, gecheatet und gehackt. Anders kann ich das nicht sagen. Anders kann Ganja nicht getötet werden. Unmöglich. Doch. Ganja hat eine HE-Schelle kassiert, die ist unten rechts an der Pack eingeschlagen und hat ihn damit rausgehauen. Oh, ich war nämlich der Scout für. Ich habe das alles beobachtet, ich habe das schon kontrolliert, die sind regelkonform gefahren. Ja. Okay. Also es war schon spannend, wie wir als MG-Trupp da noch links im Feld lagen, wo der eine Sherman versucht uns, der hat uns nicht gesehen, aber wusste, dass wir da sind und hat versucht uns aus der Hecke rauszupicken. Er hat, glaube ich, keinen erwischt von uns. Also das war schon spannend, wie der dann uns hinterhergefahren ist und der Schritt für Schritt. Das ist halt ein ganz anderes Erlebnis als normales Postskriptum. Das war schon ziemlich geil. Auch ein Plus von Popeye. Das ist nicht so geil, also gegen vier Panzer. Ich war ja, die letzte war ja auch schon dabei. Das fand ich irgendwie damals ein bisschen lustiger oder besser mit der Zusammenarbeit, wie dieses Mal. Also meinem probiert's. Das ist aber, glaube ich, auch dem geschuldet, Achso, Entschuldigung. Nee, sprich ruhig. Dass wir halt auch relativ, ich glaube, verhältnismäßig viele Neulinge jetzt auf was Szenario-Events dabei hatten. Ich denke, das ist auch ein bisschen daher geschuldet, weil viele halt auch dementsprechend nicht so viel Erfahrung haben. Und ich glaube, du, Popeye, du warst es ja gerade, bist ja, glaube ich, auch schon bei den letzten mehr oder weniger dabei gewesen, doch bei anderen Szenario-Events. Ja. Daher kommt das. Das ist halt auch eine Sache, die ist mir aufgefallen. Da muss man halt dann eben mit diesem Bootcamp dann die Leute halt mal auf eine Stufe bringen. Dass man da auch eben dann die gewohnte Kommunikation halt auch wieder erreicht. Und ergänzend dazu haben wir heute auch mit der 11. ZIP gespielt. Die spielen normalerweise auch keine Szenario-Events. Und beim letzten Event haben wir mit der 9. SS Panzer und der 363. Volksgrenadier-Division zusammengespielt. Und das sind
Profis auf dem Bereich, das hat man auch gemerkt. Nichts anderes, oder? Genau. Richtig. Letztes Mal hatten wir auch keine 4 Panzer, die uns komplett zusammengeschossen hatten. Das ist ebenfalls korrekt. Das stimmt auch. Dafür hatten wir im allerersten Szenario-Event, da sind unsere Panzer nur zusammengeschossen worden. Ja, Saito? Wir machen gerade den Debrief. Ich komme sofort. Endscreen! Maximan. Loser, machen wir bitte weiter und vergiss nicht, dass Markus noch was zum Schluss sagen wollte. Ich gehe mal zu diesem Debriefing. Marcello? Ja, das Einzige, was ich noch zu sagen habe, wenn wir die Zeiten setzen um 19.30 Uhr, das ist für mich immer manchmal ein bisschen schwierig, und wenn wir dann erst um 20.30 Uhr beginnen, eine Stunde später, und dann nur eine Stunde spielen, dann ist das natürlich, sollte man vielleicht mal, dass wir dann auch wirklich rechtzeitig anfangen. Naja, das Problem ist ja, Marcello, das liegt ja nicht an uns. Ja, das weiß ich, aber dass man dann einfach sagt, wenn ihr noch auf 2 wartet, habt ihr Pech gehabt. Weil es können ja nicht 80 Mann auf 2 warten. Ah, da hat er eigentlich nicht Unrecht, ne? Da hat er nicht Unrecht. Das, weil das hat mich heute ein bisschen genervt die ganze Zeit. Das hatte ich halt im Hinterkopf, weil ich heute hingehetzt bin, um 19.30 Uhr hier zu sein. Man müsste halt, das ist dann immer ein bisschen schade, wenn man dann eine Stunde da sitzt und nichts passiert. Dass wir da vielleicht mal wirklich drauf achten, dass wir sagen, Zeitfenster 20 Minuten plus minus, okay. Wenn mal einer zu spät kommt, aber dass wir dann sagen, um 8 wird angefangen oder vielleicht nach 8. Und nicht. Inklusive, genau. Wenn einer zu spät kommt, der kann er dann einfach, gesagt, genau, mit der nächsten Wave dann einfach spawnen. Das geht genau. Da genauso dann. Ich finde das an sich gar nicht schlecht, weil wenn, wie Marcello sagt, ich sehe das eigentlich genauso, wenn 80 Leute hier sitzen und warten, dann... Auf einen so ungefähr. Im Krieg wartet auch keiner auf dich. Ich meine, ich sag mal so, im Bus sitzen noch andere Leute, die wollen den nicht umsonst nehmen, weil sie irgendwo rechtzeitig hinkommen wollen. Und der Bus wartet nicht, ob 3 Kreuzungen weiter vielleicht noch einer da einsteigen will. Eben. Ist schon richtig. Dass wir da mal drauf achten oder mal so was einführen. Genauso. Wo sind meine schlauen Leutnantzettel? Ich schreibe das auf. Ja, oder so. Genau, dass wir das dann Seite nochmal nachtragen. Weil ansonsten ist das ja immer total geil, ne? Wenn ich dazu nochmal was sagen dürfte, wäre vielleicht auch mal angebracht, drüber nachzudenken, allgemein so nicht so eine knappen Zeit zu setzen, vielleicht doch erst um 8 Uhr irgendwo anzufangen. Ja, man muss halt gucken, weil der Eventstart ist ja wirklich eigentlich auf 8 angesetzt. Wenn dann aber halt wirklich 2 Leute halt eine halbe Stunde zu spät kommen, dann können die, ich sag mal, die Eventorganisatoren auch nicht viel dafür. Nee, aber da muss man halt dann das einbringen. Deshalb gibt es dann halt 2 Möglichkeiten. Entweder, wenn das häufiger vorkommt, unsere Zeit zu verschieben, dass wir dann halt sagen, wir briefen uns nur noch, oder wir briefen uns erst um 8. Oder, wir bauen halt die sagen halt so eine Komfortzone 10 Minuten nach 8 ist noch okay und danach wird gestartet. Akademisches Viertel. Also ich werde definitiv dafür diese plus 10 Minuten oder plus 15 Minuten von mir aus eingehen lassen, weil ich meine, wie er schon sagte, wenn er dann heimhetzt extra, um da zu sein und so weiter, ich habe halt auch alles so gelegt, dass ich halt dann da bin um die Uhrzeit und dann weißt du, dann hockst du eine Stunde da und schaust halt blöd, dass der wäscht, das ist halt auch irgendwie... Ja, richtig. Ja. Also da gebe ich ihm definitiv recht, das ist auch das, was ich am Anfang mir gedacht habe. So, die Zeit ist zwar vergangen, aber ja, ist so ein bisschen Waste of Time und die plus 10 Minuten, glaube ich, oder Viertelstunde wäre definitiv verkraftbar und dann fängt man halt einfach an und mit der nächsten Spawn-Wave können dann die Leute reinkommen, die es verkackt haben, weil wer zu spät kommt, verpasst das Beste, so ist es halt nun mal im Leben. Richtig. Und, ja. Also was das ist definitiv. Auch, was natürlich auch immer so ein Faktor ist, wir briefen uns nach halbe bis dreiviertel Stunde, manchmal früher, manchmal auch eine ganze Stunde wie heute fast. Ja gut, die Stunde kann man zusammen, da geht auch viel Spannung und Konzentration verloren. Markus? Ja, ich hätte dann auch da wohl das Endschluss, also die Endworte wahrscheinlich.